Salam alaikum, mein Guter. Du bist so ein internationaler Typ, ne? Ich bin sehr international geworden, ja. Man nennt dich auch Mr. International. Mhm. Meine Freunde, heute machen wir ein letztes Video. Ein letztes Video? Ja, danach will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das war's? Nee, es gibt ein letztes Video, worauf wir noch nicht reagiert haben. Ein älteres Video. Du hast es schon offen hier. Das Video. Ja, wir schauen einfach mal rein. Realität vs. Filmstyles mit Joey, Rob, Rezo und mir. Ich habe Rob einfach nicht reingeschrieben. Was? Du hast nicht Rob reingeschrieben? Hä, warum? Stimmt, in dem Video, das war ja das erste. Der da kam war später. Ja Rob noch gar nicht. Der war in der zweiten Woche bei Rob dabei. Stimmt. In der ersten Woche, ich dachte schon gerade, hä? Das ja, wär, er war nicht fame genug, deswegen. Aber das war echt cool gewesen. Das war echt eine coole Zeit. Obwohl, die Zeit war gar nicht so geil. Die war richtig stressig, weil wir so 80 Videos gedreht haben. Es war viel zu viel. Oha, okay. Ju, was machst du da? Mir ist heute etwas Interessantes passiert. Mhm, was denn? Ich habe eine 2-Euro-Münze gefunden. Ja, cool. Und dann? Ich habe geschaut, ob sie jemandem gehört. Und? Und dann ist mir eingefallen, dass Geld immer demjenigen gehört, der es gerade besitzt. Hm. Und dann? Und dann habe ich die 2-Euro-Münze eingepackt. Das war's? Das war's. Und das ist deine interessante Story. Was geht ab, Leute? Ju erzählt gerade, dass ihm was Interessantes passiert ist. Und was? Ju hat eine 2-Euro-Münze. Das ist strange, weil... Es ist so. Alleine diese wacken Outfits. Diese Alter, so ein Hund mit so Google-Eyes noch. Ja, aber Acting-mäßig. Inshallah war das scheiße. Aber das. Ja, das waren wir halt so, ne? Damals. Ich find's voll sympathisch trotzdem. Ich find's auch cute. Ja. Also für so Vierjährige ist es halt perfekter Content einfach so. Ich hab's nicht geklaut, ich hab's gefunden. Gefunden? Also, das ist interessant. Wie interessant. Ich finde es interessant. Ich finde es auch interessant. Es wäre vielleicht interessant. Die Sache ist so, ich muss sagen, Joey ist schon Joey. Nur ein bisschen ruhiger. Ja. Ich bin noch immer so dieser Aufgesetzte, man kennt ihn so. Aber du bist ja maximal cringe, Alter. So, was? Jetzt 2 Euro, du warst immer so das Dimmerchen so. Interessant gewesen. Hättest du es ein bisschen actionreicher erzählt? Actionreicher? Ja, so die Dramaturgie, das Storytelling. Und wo war überhaupt die Pointe? Was? Naja, halt mit Action. Es begann mit dem raffiniertesten Raubzug, der je in die Geschichte der Diebe eingegangen ist. Aber um darüber boah, zu erzählen, so krass geworden. Ist leider das Budget und die Zeit. Darum springen wir direkt zum Höhepunkt der Geschichte. Junge, das ist so geil einfach. Alter, stark, dass du das so konntest. Ja, ne? Krass, stark, oder? Stark, dass du sie diese Sprünge auch so gemacht hast. Ja, voll crazy, ja. Auch krass, wie dünn ich auf einmal bin, so. Ja, seine ganze Körperform so ein bisschen anders, aber krass, wie du dich einfach ein bisschen dünner gemacht hast in dem Shot. Genau, ja. Da bin ich wieder. Hast schon ganz geil gemacht. Ich habe sie nicht geklaut. Warte. Ein genialer Raubzug und niemand hat es mitbekommen. Ju nahm die Münze an sich und steckte sie in seine Hosentasche. Doch er bemerkte, er besaß keine Hosentasche. Das war schon ein guter Fall eigentlich. Also es war schon sehr gut, wie die sich gedreht hat. Ja, das haben schön. Wir auch 50 Mal auf den Boden geworfen. Das ist so aus. Und dann kommen noch irgendwelche unglaublich teuren Shots. Wer hat das gemacht? Ich glaube, Maris war noch im Team. Ja, Marius, ja. Ja, Maris war noch im Team, aber der war nicht dabei, weil wir bei der Pyjama-Gang ja nur Rob, du, Joey und ich halt, ne? Das muss ja Marius gewesen sein. Ich bestimmt nicht. Es sah schon sehr Marius. Es sah schon sehr, also Feuer ist immer Marius und Laser und sowas. Ne? Boah, Maris auch so mega ausgetickt an diesem Abend einmal. Nee, das war die Woche später, das war mit Rob. Achso, dann... Nie wieder! Ja, der ist einfach komplett kirre geworden. So, ja. Ja, da hat irgendwas im Kopf hat Klick. Ja, irgend so eine Synapse ist einfach so durchgeschmort und ist da ausgetickt einfach. Die Leute denken so, der ist ausgerastet, so, hat Sachen kaputt gemacht. Aber ja, das war so. Es war eher ein positives Durchbrennen. Ich glaube, wir waren da auch eh alle auf 180 einfach. Boah. Also ich find's schöner, wenn man die Story musikalisch erzählen würde. Ein Musical. Nein, kein Musical-y. Hä, ich hab nicht Musical. Ein Musical. Was? Sag das nochmal. Ein Musical. Ja, das ist so dumm. Dialoge. Skriptet, Alter. Wir sitzen da ja irgendwie mitten in der Nacht und sagen, okay, wir müssen morgen drehen. Scheiße, lass einen Dialog schreiben. Ja. Und dann kommt sowas dabei raus. Ja. Hä? Ein Musical. Nein, kein Musical-y. Das ist gar nicht lustig. Musical.
Es ist ein ausgesprochen schöner Tag, die Sonne lacht mich an. Und alles ist so cool, weil ich statt reden singen kann. Schaut doch auf den Boden, könnte das ne Münze sein. Ja, wirklich? Schau, er hat recht. Na los, Chu, geh hin und heb sie auf. Ey, das passiert einfach, wenn man so Schlafmangel hat. So, ohne Witz. Wie, ich meine, guck dir dieses Bild mal an. Was ist denn das? Kleine Kids denken so, voll schön. Also Ältere wissen ganz genau, Alter, was haben die für Drogen genommen, Alter? Das ist doch nicht normal. Kein Mensch ist so. Wow. Willst du? Aber die gehört doch schon bestimmt jemand anderem. Ach, die kleine Misset kann sich mal ins Knie fallen. Ich hebe nun die Mütze auf in meinem Pyjama. Krieg ich sie auch mal kurz? Ich möchte nur mal gucken. Ja, okay. Was ist das für ein Abschluss? Einfach so, ja okay, wie beenden wir das dann? Ja, du läufst halt raus. Alles klar, wie machen wir das noch lustig? Lach halt. Ja, lach wie dieser Griffin. lach wie dieser Griffin. Aber es ist so geil, da haben sogar Leute bei uns geklingelt, ne? Weil die gecheckt haben, dass wir gehaust haben. Weil, genau, wir haben das erste Video veröffentlicht, das da, und waren dann noch eine Woche vor Ort. Und das hat gereicht, dieser Shot hat natürlich ausgereicht, dass Leute, die irgendwie grob da wohnen, wissen, dass es hier. Ist so random. Stell dir mal vor, wie viel Wert eine 2-Euro-Münze in der Zukunft haben würde, wenn es gar kein Bargeld mehr gäbe. Ein einzigartiges Sammlerstück. Öffne deine Augen, Jubot. Ich erkenne sie. Faszinierend, nicht? Ich bin Rian. Das ist aber irgendwie voll cool, oder? Das finde ich cool. Wieso, dein Programmierer. Du siehst mich heute zum ersten Mal. Du bist die schlauste künstliche Intelligenz, die jemals programmiert wurde. Nein, bleib bei mir mit dem Blick. Bin ich schlauer als sie? Nein, noch nicht. Jetzt bin ich schlauer als sie. Aber ist schon geil. Einfach Terminator, aber so die Schnellerzählung. Nee, noch nicht. KIs müssen doch nicht immer in so einem Schreckensszenario enden. Ja, stimmt. Wie lautet meine Aufgabe? Kannst das du mir sagen, smooth. Was ja. das ist? Dürfte ich es sehen? Ja klar, hier, bitteschön. Eine 2-Euro-Münze, die letzte auf diesem Planeten. Die Spuren auf der Kupfer-Nickel-Oberfläche sind wertvolle Informationen für meine Datenbank. Scannen. Nee, das ist alles irgendwie blöd. Ihr seid mir so brutal. Wiederhol den Joke nochmal. Ja, aber Joey sagt ja, dass es blöd ist. Wir haben uns immer abgesichert, indem wir selber gesagt haben, ah nee, ist wack. Die L-I-H. Ja, na, die Emotion da halt. Sowas hier. Das war auch so ein Blick, den der Joey immer gemacht hat. Sie hat einfach so creepy aus. Sie hat auch so wie so ein Skelettkopf einfach. Das ist so das, was ich, wo ich mir vorstelle, was ich so ausbuddeln würde. Ey, wo wir noch überall gedreht haben noch, ja, Alter. Ja, das war im Kino. Oha, die Jenny. Ach ja, stimmt, mit der haben wir die ganz spontan gedreht, ne? Ja, voll. Die ist schon cute. Die ist schon... Das ist wirklich eine super hübsche Frau. Also jetzt nicht nur vom Aussehen, die war auch von ihrer Art her echt cute. Die war sehr... Also ich habe in dem Augenblick schon gedacht, die ist schon cute. Das, jeder dachte das. Ja. Jeder. Auch ihr denkt das gerade. Wie ist ihr Insta? Jenny Ladell. Doch, ich fand die schon sehr nett. Gar nicht gesehen. Und ich hab dich auch nicht. Das ist Kitsch. Warte, warte, der beste Teil kommt jetzt erst. Wenn ich wenigstens die 2 Euro haben, ich nehme die einfach mal. Viel Spaß. And get a room. Boah, wie krass Joey in seinem... Ey, wir wussten noch gar nicht, dass Joey auf Männer stand. Also, man konnte es vermuten, so, also, aber er hat's... Es war schon so ein bisschen Thema, so. Was ist eigentlich dein Deal, Joey? So, ich glaube, es war schon so ein bisschen Thema, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat er es nicht so deutlich gesagt. Aber es stand schon so ein bisschen im Raum. Fein. Also, muss er auch nicht. Ich weiß nicht, wo wir es gedreht haben. Und die haben es halt immer wieder gemacht und wir meinten, hey, wir müssen noch näher kommen. Noch näher. Auf Kamera sieht das so weit weg aus. Aber es ist ja wirklich so. Es ist wirklich so, dass wenn du das Gefühl hast, du bist schon voll dicht an was dran, auf Kamera sieht das immer viel weiter weg aus. Voll, das ist crazy, ja. Boah, shit, jetzt ich. Der war funny.
Hey, wieso hast du immer den Idiot gespielt damals? Weiß ich nicht. In dem Video habe ich auf jeden Fall den Idiot gespielt. Voll. Aber hat mir auch Spaß gemacht. Wie man merkt. Ja. Das macht keinen Sinn. Die einzige Art, um etwas ohne diesen persönlichen Schnickschnack zu erzählen, ist eine Dokumentation. Junge, Alter. Oh Gott, ey. Junge, 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 Junge. Ey, wir mussten auch was, wenn ich geschlagen werden wegen dir. Ey. Unser blauer Planet. Unendliche Weiten. Das ist auch so ein Monster-Stupid. 2017. Eine unerforschte Spezies hat sich auf unserem Planeten Erde niedergelassen. Der Influencer. Sie halten sich für Kollaborationszwecke oft in gemeinsamen Wohnungsbauten auf. Wie geht's dir, Leel? Und kommunizieren auf eine uns bisher unbekannten Art digitaler Natur. Oh, der Stammesälteste der Influencer hat etwas entdeckt. Ihr Lebenserhaltungstrieb wird gesteuert von allem, was glitzert und glänzt. Der Influencer nähert sich... Du hast schon eine gute Doku-Stimme. Dankeschön. Ja, ja. Aber so für langweilige Dokus wäre das dann, ja. Ich hab nicht diese kräftige, männliche, tiefe Stimme. Es gibt ja so Doku-Stimmen so. Ja, die müssen richtig. So richtig. Sein, die müssen richtig deinen Körper zum Brummen bringen. Mhm. Der Joey kann das, glaube ich, ganz gut. Aber da haben wir auch gemerkt, ey, Joey kann irgendwie alles gut. Der kann gut singen, der kann gut tanzen, der kann gut Erzähler machen. Der kann literally alles gut. Ja, natürlich immer muss man mit Abstand sehen zu uns. Natürlich, wir sind ganz. Ganz weit oben, ja. Ja, dann kommt lange Zeit nichts. Mhm. Dann kommt, ich würde sagen, Leonardo DiCaprio. Ja. Du lachst, ja, aber stimmt halt wirklich. Aber nur was Acting angeht, so. Am der Beute. Und durch mehrfaches Erschnüffeln und Abtasten des Fundes überprüft er, ob es sich nicht um eine Karnevalattrappe aus Kakao handelt. Der Influencer ist sich nun sicher und sucht jetzt Materialien, um sein Revier zu markieren und zu schützen. Was sind das? Doch andere Influencer seines Stammes wittern die Kupfer-Nickel-Beschichtung der Münze und die Gier steigt. Mit aller Kraft verteidigt der Influencer sein Revier und schlägt seine Feinde in. Stell dir mal vor. Wir sind erwachsene Männer, auch in dem Zeitpunkt schon. Ja. Come on. Wir haben keine Entschuldigung geschafft. Du kommst rein in diese Wohnung, so diese Mieterin, und sieht uns drei, wie wir da so mit Pantoffeln. Peinlich, ey. Warum ist es so aufgeräumt gewesen da? Haben wir aufgeräumt? Ich glaube schon, für die Shots halt immer. Crazy. Die Flucht. Geschlagen und vertrieben müssen sich die anderen Männchen wohl eine eigene Münze suchen. Das ist aber so ein Standard, Gesichtsausdruck von Joey. Der schlägt seine Feinde in die Flucht. Geschlagen und vertrieben müssen sich die anderen Männchen... Das ist so, auf jedem zweiten Thumbnail von Joey guckt er so. Ja, kein Mensch kann so gucken. Ja, ja wirklich. So? Nee, ist ja, die Augen sind ja zu. Trotzdem sind die Augen braun, aber hochgezogen. Ja, so, die Augen aber zu. Ja, das weiß ich nicht. Das ganz, kriegt ganz weird. Oder so ein richtig geiler Krimi. Auch so geil geactet von euch beiden jetzt wieder. Also so überspitzt natürlich. Haben wir dich auf frischer Tat ertappt? Wir haben Beweise, dass du die Münze genommen hast. Aber wieso? Ich glaube, das habe ich einfach spontan gemacht. Das war Freestyle. Einfach gefreestylt, dass ich das in den Mund nehme. Aber ich schwöre, das Outfit steht ja mega gut. Vielen Dank. Ich bin grundsätzlich, ich kriege immer nur liebe Worte, wenn ich mal ein Hemd oder einen Anzug anhabe. Ja. Das war auch die einzige Stelle in dem ganzen Video, wo ich nicht den Idiot gespielt habe. Stimmt. Auf einmal so todesernst. Wir haben Beweise, dass du die Münze genommen hast. Aber wieso ist das das ist doch dein Video, das musst du nur wissen. Irgendwie check ich diesen Krimi gar nicht mehr. Nein, bei Krimis checkt man auch erst am Ende, worum es ging. Und ich habe Durst. Joey, falsche Tasse. Nochmal. Lecker Tee. Dazu sage ich nur Prost. Zu früh, Joey, zu früh. Mann. Das musst du machen. Es war ein ganz weirdes Skript, ne? Das macht gar keinen Sinn. Boah, zum Glück bin ich nicht dran erstickt, ey. Aber wer hat denn jetzt Joey die Münze in die Tasse getan? Und somit fängt der Krimi erst an. Ah, lol, Plot-Twist oder was? Also geht's jetzt hier erst richtig los? Ach, Leute. Jetzt kommt so der Standard-Ju und ich weiß noch, wie Stress wir hatten, weil wir nicht wussten, wie wir das dann auflösen. Wie wir so ein, das Ganze noch zu so einer Rede am Schluss. Genau, ja. Das war schwierig. Das ist so typisch, ey.
Es kann nicht immer alles spannend wie ein Actionfilm sein. Auch kann man nicht dauernd singend durchs Leben laufen, wie in einem Musical. Die Liebe zu finden verläuft nicht immer wie in einem Liebesfilm. Und es ist nicht immer das Beste, schlau wie ein Computer zu sein. Ich weiß, das Leben auf diesem Planeten ist nicht immer durchgeknallt. Und es gibt nicht immer einen Plot-Twist. Doch selbst aus einer simplen Situation wie dem Finden einer 2-Euro-Münze kannst du etwas Interessantes machen, so wie wir dieses Video gemacht haben. Auf Basis einer wahren Situation von mir. Interessant. Habe ich ja am Anfang des Videos gesagt. Boah, wir hatten so viel Spaß. Musst du immer am Ende so mega tief sein. Okay, das soll ich. Ist das eigentlich ein Fake-Kamin? Sag mal, habt ihr eigentlich Hunger? Wollen wir ein bisschen was zu essen bestellen? Boah, Rizzo, du machst es gerade nicht besser. Das war's wieder du. Das war's du. Ja. Hey, ein paar Outtakes, guck mal. Was ist denn überhaupt hier? Was ist die Schnauze? Wir haben Beweise, dass du die Kamera genommen hast. Nee, die Kamera. Dass du die Münze genommen hast. Oh Mann. Oh Mann. Sie ist noch in der Hose. Echt jetzt? Hose. Wir sind zusammen. Ja. Das war ein cooles Video. Es war auch eine coole Woche, ja, oder zwei coole Wochen. Ich finde, ohne Scheiß, lass uns das mal angehen. Ich würde es auch dass angehen, wir, safe. Dass wir Joey und Rob sagen, ey, lass uns wenigstens so im Herzen das wiederholen. Dass wir natürlich keine 2 Wochen Zeit haben, aber ich meine, wir machen noch nicht mehr so aufwendige Sachen. Sag mir mal, wann du eine Woche Zeit hast. Ja, 2023. Ich sorg für Alkohol. Gut. Ich sorg für... Auch Alkohol. Auch Alkohol. Ja, und jeder soll Alkohol mitbringen am besten. Alle.